For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute ein Iguana Rhinolopha, allerdings als Farbform Sanos. Sanos ist so im Moment die, denke ich, die seltenste Farbform, die es bei den Iguanas gibt. Sanos ist ein T-Plus Snow, also T-Plus für Tyrosin-Positiv Albino und Snow, weil ihm außer des Melanin, ne, also vom Albino ist er amelanistisch und außerdem ist er noch axantisch, das heißt, das gelbe Pigment fehlt auch, also es fehlt ihm im Prinzip das gelbe und das schwarze Pigment und dann kommt dieser Sanos raus und wirklich eine wunderschöne Farbmorph. Auch wenn die größer werden, werden die Farben noch spektakulärer, kommt das alles noch besser zur Geltung. Also bin ich echt ein Fan davon. Was man auch sagen muss, eben, es ist ein T-Plus-Albino. Die T-Plus-Albinos haben auch keine Augenprobleme. Ihr seht, die haben noch nicht diese ganz roten Augen wie ein T-Minus-Albino. Bei der T-Minus, da kommt es manchmal, da kann es dazu kommen, dass die Augen vom UV-Licht geschädigt werden. Bei den T-Plus-Albino, jetzt macht er gerade noch die Augen zu, jetzt hat er es wieder auf. Beim T-Plus-Albino hat man das Problem auch nicht. Von dem her wirklich absolut gesunde, perfekte Iguanas. Und wie gesagt, dann diese bestechende Farbe noch, bin ich echt ein Fan davon. Das Thema heute ist Geschlechter bestimmen mit Hilfe einer Lupe bzw. einer Vergrößerung. Bei den Reptilien die Geschlechter zu wissen, ist schon relativ oder sehr wichtig. Habe ich ein einzelnes Reptil, dann ist wahrscheinlich einigermaßen egal, vielleicht höchstens welchen Namen ich geben soll, ob der dann Fritzchen oder Kleopatra oder wie die Reptilien alle heißen, aber sonst ist es egal. Aber sobald ich mehr wie ein Tier habe, sei es, dass ich sie in Gruppen halten will oder wenn ich sie züchten will, muss ich natürlich die passenden Geschlechter haben. Deswegen ist es wirklich wichtig bei den Reptilien, aber gleichsam ist es auch schwierig, ne? Also nicht wie bei einem Säugetier, wo ich vielleicht schauen kann, was weiß ich, sind Hoden vorhanden oder sowas. Ne? Da sieht man das ja relativ schnell bei einem Säugetier. Bei einem Reptil ist es in den meisten Fällen deutlich schwieriger. Und wie gesagt, da möchte ich euch heute eine Methode anhand von Lupe zeigen, wie man gerade bei Echsen das ganz gut mit einer Lupe erkennen kann. Ich hatte es gerade schon angesprochen, dass es eben bei den Schlangen ist es relativ einfach. Da haben wir auch übrigens eine ganze Folge dazu. Geschlechtsbestimmung bei Schlangen oder Sondieren bei Schlangen heißt die, glaube ich. Könnt ihr nachschauen, wenn ihr euch jetzt speziell bei den Schlangen dafür interessiert. Einfach der Vollständigkeit halber, bei den Schlangen gibt es drei Möglichkeiten. Ich kann sie poppen. In dem Fall, man sagt da poppen dazu, das ist, wenn man die Hemipenisse rausmassiert, dann sieht man hier die zwei Penisse, dann weiß ich, da wo Penisse sind, ist natürlich ein Männchen. Das geht bei einigen Schlangen sehr gut. Andere, zum Beispiel Boas, kann man ganz gut fühlen, die Penisse. Wenn man Kloake abwärts streicht, dann fühle ich die Penisse. Das ist auch eine ganz tolle Methode, da muss ich nicht immer irgendwas herauspoppen. Und ganz früher hat man, oder was heißt ganz früher, man macht es auch jetzt noch, aber so vor 20, 30 Jahren, wo ich angefangen habe, hat man es meistens sondiert. Ne? Mit so einer kleinen Sonde hat man da versucht, in die Penistaschen reinzukommen. Und da, wo man reingekommen ist, war es ein Männchen. Das sind so die drei Methoden, die bei Schlangen recht gut funktionieren. Bei Echsen und Schildkröten funktionieren die leider gar nicht, beziehungsweise das Sondieren, was ich gerade erklärt habe, das ist eine Methode, wo man bei manchen Echsen auch anwenden kann, was aber auch nicht so einfach ist wie bei den Schlangen. Und deswegen versucht man dadurch auf andere Art und Weise dem Geschlecht auf die Spur zu kommen. Also bei den Schlangen haben wir recht gute Methoden dafür. Schildkröten ist nochmal ein separates Thema, da ist es, würde ich sagen, fast am allerschwierigsten, vor allem bei Jungtieren. Bei adulten Tieren sieht man es gut an der Schwanzlänge oder sowas. Aber das Problem ist ja, dass ich es bei einem Jungtier oder bei einem halbwüchsigen Tier
möchte ich oder will ich das hier sehen, um die zum Beispiel zu gesellschaften und so weiter. Und bei den Echsen ist es ähnlich. Eine adulte Echse, wie jetzt in dem Fall so ein ausgewachsener Litschi, in dem Fall Männchen, da kann ich relativ gut sehen an den Hemipenistaschen hier hinten, dass es sich um ein Männchen handelt, weil er hier einfach diese deutliche Verdickung hat. Ne? Das funktioniert bei den neukaledonischen Geckos, also Racodactylus, also Kronengecko, Litschi-Gecko, Shahua-Geckos. Da sehe ich das beim adulten Tier einigermaßen gut, auch nicht immer ganz so deutlich. Aber bei einem Jungtier oder selbst bei einem dreiviertelwüchsigen Tier sehe ich das so gut wie gar nicht. Das Gleiche ist es bei Tokegeckos, bei Leopardgeckos zum Beispiel, bei, was haben wir noch, was fällt mir noch ein, Tokes, Leopardgeckos, die ganzen Madagaskar-Taggeckos, ne, die ganzen Felsumen, da ist es auch wirklich schwierig. Selbst beim adulten Tier, ja gut, beim adulten sehe ich es dann so langsam, aber auch beim dreiviertelwüchsigen Tier kann ich da eigentlich fast gar nichts mit bloßem Auge erkennen und sagen, ah, das wird ein Männchen oder das wird ein Weibchen. Deswegen hat man sich hier auf die Suche gemacht und festgestellt, dass die Männchen hier sogenannte Femoral, also Femoral, Femuren sind die Beinextremitäten, oder Präanal, Präanal ist ne, die Analspalte. Und vor der Analspalte ist dann Präanal, also spricht man von Präanal und Femoralporen. Und nach denen Poren schaut man. Diese Poren haben nur Männchen. Weibchen haben ebenfalls Punkte an der Stelle, aber das sind keine wirklichen Poren. Es sind einfach Punkte, die so aussehen. Oder man sagt dann Scheinporen dazu. Ne? Also man sieht das Tier und denkt, ach guck, ja, da sind ja Poren, ich sehe es, also habe ich ein Männchen. Muss man aufpassen, beziehungsweise stimmt überhaupt nicht. Man muss gucken, ist diese Pore wirklich eine Pore? Das heißt, durch eine Pore kann auch, also Männchen tun da ein Sekret absondern durch diese Poren. Und Weibchen können eben nicht dieses Sekret absondern, die haben nur diese Scheinporen. Und das muss ich schauen, ob da wirklich eine Pore da ist. Und um das zu schauen, also beim, wie gesagt, beim adulten Tier, da reicht, wenn man Glück hat, das bloße Auge. Aus hier sieht man die relativ stark ausgeprägt. Aber selbst da kann man sich unter Umständen täuschen und es können Scheinporen sein. Also brauche ich irgendwelche Vergrößerungsglas oder Vergrößerungslupen zur Hilfe, wo ich durchschaue, handelt es sich um eine richtige Pore und, oder um eine Scheinpore. Und umso kleiner das Tier ist, umso größer brauche ich die Vergrößerung. Ich hatte früher so eine ähnliche wie die hier, von Peak sind die. Peak ist da wegen so der Marktführer, was so Lupen betrifft, oder einer der Marktführer. Da hatte ich eine mit 12-facher Vergrößerung, da habe ich früher immer geguckt und habe mir echt einen abgebrochen und gedacht, ah, ich sehe es so halb oder so. Jetzt die hier hat die 20-fache Vergrößerung. Hier sind wir ebenfalls bei 20-facher Vergrößerung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Irgendwo stand es mal. Wo steht es? Nee, ich finde es gerade nirgends, aber meines Wissens ebenfalls 20-fach. Beziehungsweise jetzt habe ich mir mal so eine Brille im Internet besorgt. Da habe ich sogar zwei verschiedene Linsen drauf gemacht. Einmal 15-fach, also die hier ist 15-fach und die hier ist 25-fach. Das Gute ist, je mehr Vergrößerung ich habe, umso näher muss ich rangehen und umso genauer muss ich rangehen, damit ich sehe. Ne? Habe ich eine kleine Vergrößerung, zum Beispiel 5-fach, kann ich von relativ weit schauen, 5-fache Vergrößerung, gar kein Problem. Je mehr ich vergrößere, umso näher muss ich ran an mein Objekt, damit ich ein scharfes Bild bekomme. Ne? Und von dem her ist das mit dieser Brille gar nicht mal schlecht. Die war nicht mal sonderlich teuer. Und so kann ich, also da gibt es noch Licht dazu. Das ist natürlich auch toll, habe ich jetzt vergessen anzumachen. In der heutigen Zeit, man kann ja alles mit LEDs beleuchten. Ne? Also bis vor wenigen Jahren war bei diesen Lupengeschichten auch immer die Sache, ich brauche auch ein gutes Licht, damit ich wirklich was sehe durch die Lupe. Ne? Jetzt mit den LEDs habe ich es da deutlich einfacher.
und kann hier relativ gut durchschauen, was ich hier so sehe. Wie gesagt, mit der etwas kleineren 15-fachen habe ich es leichter, die richtige Stelle zu finden. Ich muss ja die Poren finden erstmal. Mit der starken Vergrößerung sehe ich genauer, ist es wirklich eine Pore mit, also mit Durchgang, mit Loch, wo was rauskommt, oder ist es eine Scheinpore? Das ist so meine Erfahrung damit. Die hier hat die beste Vergrößerung, aber da muss ich völlig nah ans Tier, also da muss ich, das muss ich auflegen beim Tier. Das ist manchmal auch nicht so einfach, weil die Tiere natürlich auch nicht unbedingt Lust haben, dass man da so nah rangeht. Ne? Bei einem braven Tier wie bei dem Litschi hier geht es jetzt ganz gut. Die Stelle habe ich jetzt auch gefunden. Da sehe ich, was ich sehen will. Aber wie gesagt, ich muss halt wirklich ganz nah ran, was echt nicht so einfach ist. Hier habe ich jetzt das Weibchen zu dem Männchen, was wir gerade hatten. Gleiches Spiel, gleiche Stelle. Nochmal kurz zum Zeigen, also gerade bei so Litschis, auch die Weibchen haben hier relativ ausgeprägte Taschen. Ne? Also jetzt beim adulten Tier, klar, da kann man es nebeneinander halten und sagen, naja, Männchen hat hier deutlich dicker nochmal. Aber das kann bei einem subadulten Tier wirklich, das ist bei Geschlechtsbestimmung so, in dem Moment, wo man es weiß oder wo ein Tier schon mal Eier gelegt hat, sagt man, ja, das sieht doch jeder und so weiter. In dem Moment, wo man es nicht weiß und wissen möchte, ist es echt unheimlich schwer. Ne? Die Weibchen haben ebenfalls hier so eine Reihe angedeuteter Poren, wie ich es vorher schon gesagt habe. Ne? Und wenn man die sich dann mit der Lupe anschaut, dann sieht man, dass da eben so, man könnte meinen, naja, da sind Poren, aber die sind einfach geschlossene Poren. Da ist kein Durchgang, da kommt nichts raus. Also beim Männchen vorher haben wir gesehen, wie so ein, man sieht ja, dass da irgendwas wie so ein Sekret ein bisschen rauskommt oder sowas. Und beim Weibchen, wie gesagt, da ist das zu, dann ist das einfach ein schwarzer Punkt in der Schuppe drin, wo man dann denkt, ah, es ist eine und ist dann doch keine, aber es ist kein Durchgang da. Ne? Wie gesagt, hier mit meiner 15-fachen Geschichte, 15 oder 20, ich habe es jetzt immer noch nicht, ich werde es rauskriegen, Moment, da steht es glaube ich drin. Da sehe ich das bei so einem großen Tier wirklich gut und deutlich. Umso kleiner das Tier wird oder so ein kleiner Kronengecko, ne, Rhacodactylus ciliatus oder ein Madagaskar-Taggecko, da hänge ich dann mit so einer Lupe, die nochmal irgendwie 5, hier 22-fach steht drauf. Ne, also ich glaube, dann hat die 15, die 22. Da hänge ich dann dran und probiere mir da ein Wolf zu fokussieren. Dann wird es wirklich schwerer. Aber es ist tatsächlich so, dass es funktioniert. Wie gesagt, selbst bei einem Jungtier, das ein paar Monate alt ist, sehe ich den Unterschied. Das Männchen hat diese durchgängige Pore, das Weibchen hat eben Punkte, aber keine durchgängigen Poren. Das ist der ganze Trick dahinter, was ihr verwendet, ob solche monströsen Lupenbrillen, by the way, wenn ihr Brillenträger seid, so wie ich, dann ist das noch wenig schwieriger mit dem Ding aufsetzen oder ob ihr sowas oder ob ihr vielleicht sogar bessere Ideen habt. Ne? Also seid auch gern dazu aufgefordert, wer von euch sich entweder mit Vergrößerung auskennt oder wer sich mit Geschlechtsbestimmung, wer da gibt bestimmt oder sicherlich Leute von euch, die noch mehr Erfahrung damit haben und sagen, na Stefan, guck, ich mache das so und so oder ich halte die unter das Mikroskop. Mikroskop ist übrigens auch eine Methode, wo ich von Leuten gehört habe, die wirklich das Tier unter das Mikroskop richtig halten. Bin ich für euren Input offen, freue mich drüber. Ansonsten, wenn das Thema euch interessiert hat, wenn es vielleicht hilft, wenn ihr es spannend fandet, gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, dann habt ihr regelmäßig solche interessanten Beiträge und seid immer mit als Erster dabei. Und ja, so viel heute zum Thema Geschlechtsbestimmung mit solchen Hilfsmitteln. Bleibt mir treu und checkt die Balls sozusagen.